Ihr wollt wissen, woher die Filter hier kommen? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wie ihr seht, stehe ich hier auf einmal an der Bahn. Denn ich habe die Drohne abgeschlossen. Also ich war so frei, weil quasi alles schon passend lag. Also hier unten kommen die Aluminiumplatten, Alcat-Sheets da, genau, die Dinger. Darüber, die nehme ich mir einfach von da weg, weil da laufen sie eh lang und bringe die darüber. Und dann werden die noch ein bisschen da reingepackt und ganz vorsichtig haue ich da die Aluminium-Casings weg, damit das auch weiterläuft. Weil wenn das hier staut, würde dann halt hier irgendwann nichts mehr kommen. Das ist halt doof. Ich hoffe, dass das funktioniert mit den Zügen und allem. Das Kupfer habe ich mir ganz einfach gemacht, weil das war gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Also den Kunststoff hole ich von da, bringe ihn darüber, da kommt das Aluminium darüber und hier vorne habe ich ihn noch da so ein bisschen hoch und rüber und so. So. Hier hatte ich doch eh eine Kupferschmelze. Die beiden da unten habe ich übertaktet. Hopp. Die machen mir jetzt 45 pro Minute, theoretisch. Schmeißen die hier hoch, bringen die da rüber. Aber ich brauche halt auch gar nicht so viele, weil Batterien gehen rein. Ui, da fliege ich schon. So. Weil ich bin so super clever. Ich brauche nur 12 pro Minute. Das war super, dass ich dann hingegangen bin und das Ganze auf 90 hochgemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich auf die 90 kam. Wahrscheinlich wegen hier oder so. Manchmal. Wie auch immer. Der schmeißt den Spaß hier rein. Das scheint gut zu laufen. Es gibt 30 Batterien pro Minute. Und im Moment steht hier eine Drohne rum. Bei den anderen Drohnenflughafen, wie man sieht, sie fliegt direkt los. Bringt auch schön das Gewebe hier rüber. Den anderen habe ich nämlich da hinten hingesetzt. Also sprich, der Karte. Dort. Der ist auch voll mit dem Zeug. Und die Drohne nimmt sich immer schön Batterien mit. Weil eigentlich ist das hier auch alles schön voll. Ne? 200 Batterien, die nimmt sie sich mit. Bringt die nach da hinten, schmeißt die rein. Das System organisiert sich schön selber. Das einzige Problem ist, der wird bald voll sein. Und wo wir bei Problemen sind, sind wir auch direkt bei dem, was wir heute machen wollen. Ja, wollen wir. Nein, das lassen wir. Das Filter wollen wir. Gummi haben wir, das kommt hier vorne auch direkt an. Kohle ist eher ein Problem. Aber, wenn ich mich richtig daran erinnere, müsste hier auch direkt Kohle auf dem Band liegen. Weil wir ja praktischerweise Schwefel haben wir sowieso. Schwefel brauchen wir auch gar nicht dafür. Ich meine, das ist auch Quatsch. Aber das seid ihr ja von mir gewohnt. Ich würde nämlich auch den ganzen Spaß gerne da vorne direkt hinsetzen. Das alles so schön zusammen machen. Gucken wir eben, ob wir hier Kohle auf dem Band haben. Weil wenn ja, ist das alles einfach. Dann wird das hier zusammengesetzt. Mal gucken, mal Beeren. Hüpfen geht hier nicht. Hey, hüpfen. So, hier dran vorbei. Das Band, da kommen die Motoren. Da haben wir das, da haben wir Gummi, da haben wir das, da haben wir Schwefel, da haben wir Kalkstein. Aber wir haben ja keine Kohle. Die Kohle, die ich da, die habe ich von da hinten geholt. So, jetzt kann ich mir also überlegen, ob ich Kohle von da unten hier hochbringe. Ich meine, jetzt hier ein Band oben drauf zu packen, ist nicht so das Problem. Ne? Da unten haben wir das. Wir könnten die Kohle, die halt nicht gebraucht wird, direkt hier rüberleiten. Jetzt wäre die Frage, haben wir da unten schon Mark 3 Miner hingesetzt oder sind das noch Mark 2? Hm.
Das kann man hier leider. Nein, das sieht man nur besetzt. Also, ne? Hier haben wir genug Kohle. Was sind das? Kohle rein. Damit könnte man auch noch was machen. Aber stimmt, wir haben die Kohle ja, die andere, von hier geholt. Oder von hier. Oder beides. Von hier und von da haben wir die dran gebracht. Okay. Da wir ja hier irgendwo sitzen. Und hier ist Kupfer. Genau, hier ist es. Wir haben ja einen Drohnenporter draufgesetzt. Hier wollen wir hin. Das heißt, eigentlich ist das Beste die Kohle zusammen mit dem Schwefel, was sowieso hier schon lang läuft. Was vollkommener Quatsch ist, weil das Schwefel brauchen wir nicht. Mann. Aber wir haben das Gummi, das hier lang läuft. So, das meine ich nämlich. Genau. Das heißt, wir gucken jetzt mal da unten, was wir haben. Nehme ich denn jetzt schon. Nee, cool. Hier sagen wir Produktion. Wir bräuchten, wenn, 4 Stück davon, ne? Haben wir denn alles? Okay, das, was wir noch bräuchten, wären die Rahmen. Das ist nicht so ein Problem. Und das Zeug. Weil die Rahmen kriege ich von da vorne. Die mobilen Miner kann ich mir direkt da vorne bauen. Wir holen uns jetzt hier eben die fehlenden Rahmen da. Einfach nur zur Sicherheit. Dann brauche ich nachher nicht nochmal hin und her. Das ist der falsche. Nehmen wir den hier. So. Davon haben wir genug. Wir brauchen jetzt noch ein paar davon. Die brauchen wir aber hier nirgends so im Prozess. Doch, die brauchen wir hier im Prozess. Was? Nee. Oh, easy. Läuft. So, und für 12 Stück müsste das reichen. Also, guck mal. Da haben wir dann eine Möglichkeit gefunden. Dann gucken wir mal, wie das da unten aussieht. Und dann packen wir uns schön einfach. Ja, nicht fallen hier. Upp, hier geht's lang. Dann klauen wir uns das nämlich einfach da unten. Packen das mit da oben drauf. Und dann hätten wir nämlich schön langsam schweben. Wunderbar. Na, gehen wir lieber auf die Seite. Ja. Ja, hier. Kohle läuft ja. Oh, die stockt auch ein bisschen. Ist auch ganz gut. Also wenn wir da jetzt alles auf 2er haben, dann sind wir sowieso safe, weil dann können wir 3er draus machen und gut ist. Einmal landen. Genau. So, und das hier ist ein Mark II. Ja, easy. Das ist auch wahrscheinlich dann ein Mark II. Pass auf. Ich habe Ideen. Wir setzen uns als erstes mal nicht Spezialproduktion, war doch richtig. Eine Ausrüstungswerkstatt hier hin. Sagen Hallo. Ich brauche 3 Stück davon. Was schmeißen wir dafür weg? Guck mal, das geht doch ganz einfach. Erstmal. Na gut, da gewinnen wir nichts durch, deswegen lassen wir das. Aber hier haben wir das gewonnen. Da haben wir das gewonnen. So, mal 2 Plätze frei. Passt. Da können wir ein paar von machen. Machen wir erstmal 3 Stück. Mal 3. So. Dann sagen wir hier Bob updaten. Die Kohle schmeißen wir weg, die brauchen wir nämlich nicht. So, jetzt habe ich natürlich nicht vorher drauf geguckt, wie viele wir gemacht haben. Ne? Wie viel machst du hier? 240. Ist das praktisch? Du machst jetzt 240. Okay. Jetzt geht's gut. Das heißt, das passt so gerade eben.
Ich könnte also sagen, ich mache das auf 360 Teile. Ich meine, ich mache das jetzt gleich eh hier mit dem... Habe ich dafür genug dabei? Jo, habe ich. Das geht jetzt gleich eh. Oh, da vorne kann ich es auch direkt draufleiten. Wie gut ist das denn? Das bringt mir zwar hier nichts. Wohin gehst du denn? Ah, du bist die Kohle, die dahin geht. Dich brauche ich ja gar nicht da vorne für. War ja Quatsch. Egal. Macht nichts. Ich brauche einen Miner. Hallöchen. Guter Mann. Sie werden hochgesetzt. So. Passt. Du, ups. Packen wir dich auch mal auf 360. Und ich auf 360, da packen wir dich direkt noch höher. Hier mal 480 hin. Und fangen direkt an mit, das machen wir schneller. Weil dann packen wir das einfach. Das wird jetzt hier so zusammengebastelt, alles wunderbar. Wir packen das hier eh oben auf ein anderes Band drauf. Ist das gut? Weil dann können wir das nämlich da oben nochmal einfach einen weiterleiten. Hey. So. Dahin. Da lassen wir das E abzweigen. Also, wir hätten hier die Kohle. Die kriege ich die jetzt irgendwie. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich befürchte nein. Weil das eh schon von der Länge her passt oder so. Ja, Förderband zu lang. Das habe ich mir gedacht. Shit. Das ist schade. Und eigentlich würde ich jetzt gerne vermeiden, dafür hier zwischen nochmal einen zu setzen. Oh. Was ich auch vermeiden sollte, wäre das da. Aber okay. Pass auf. Dann machen wir Splitter hierhin. Dahin. Und wir lassen den Spaß einfach da weitergehen. So. Jetzt machen wir eben ein paar oben drauf. Verzeihung. Und lassen die Kohle da hinten rüberlaufen. Sobald wir das Band wiedersehen. So. Und dahin. So, haben wir das schon mal? Das packen wir uns mal auf die 3. So. Böse Falle. Ganz böse Falle. So. Gerettet. Da oben hoch. Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Wo ist unsere Kohle? Da ist unsere Kohle. Okay.
Der Kollege. Und der Kollege. Dahin. Hätte ich doch auf der 4 gehabt, Mensch. So, und da. Da hoch. Wo lassen wir es denn weggehen? Weil da unten, da wird es sich ja schon anbieten. Dann können wir die nämlich so übereinander stapeln oder nebeneinander legen. Alles da vorne hin. Ja. Das heißt, da kommt noch mal einer rauf. Ja, hallo. Du schaffst es. Zack. So. Hier müssten wir jetzt auch wieder Strom finden. Danke. Wir setzen da noch einen drauf. Sind wir hier angekommen? Wenn wir jetzt ganz ehrlich mit uns sind, könnten wir doch einfach hingehen und sagen, also ich setze jetzt da einfach einen Splitter hinter. Was er nicht will. Okay, ich setze einen Splitter davor. So. Dann können wir hier runtergehen und quasi relativ gut geradeaus darüber. Gleichzeitig brauche ich auf diesem Band noch einen. Den sollte ich ein bisschen vorher setzen. So. Ja, nochmal gucken. Wir brauchen ja auch nachher diese... Okay, das sind die Sachen, die wir brauchen. Alles halb so wild. 7,5, das heißt, das 7,5-fache 15, 15. Und 30... 37, 5. Schon. Wir brauchen aber noch die Jodfilter. Dafür brauchen wir dann Turbodraht. Turbodraht ist auch kein Problem, den machen wir da und eigentlich auch zu viel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir müssen das noch rüberleiten, was kein Problem ist. Das schreddern wir nämlich momentan. Also easy. Und können dann aus den Gasfiltern, die wir machen. Davon brauchen wir sogar nur die Hälfte. Oh, das ist ja wunderbar. Da hätten wir ja... Ne, die Produktion muss ja gar nicht groß sein. Die wir uns da bauen. Die muss halt nur funktionieren. So, wir wollen aber schon. Das kommt mir zu sehr rein. Okay. Dahin. Dahin. So. Und so. Wunderbärchen. Jetzt schnappen wir uns den hier und ziehen den hier am Berg vorbei. Beziehungsweise am Hügel. Und den schnappen wir direkt daneben. Da durchglitschen wollen wir uns nicht. Wir ziehen jetzt erstmal dich hier vorne hin. So. Erstmal bis hier. Dann gucken wir, wie sieht es denn hier aus? Wie sieht es denn dahin? Und. Oh. Bis hier. So, da das immer drei Sachen braucht, brauchen wir wahrscheinlich
Die Kollegen, davon muss ich also zwei bauen. So, wie setzen wir die jetzt? Wir haben da die Batteriefabrik, da hatten wir das. Daraus können wir nochmal abzwacken. Ah, stimmt, das brauchen wir auch noch. Nur einen davon. Okay. Unten machen wir die Batterie. Wo hätten wir jetzt die Möglichkeit? Also hier können wir das dazwischen setzen. Hier machen wir ein bisschen luftiger. Oben drauf. Und jetzt zoomen wir wieder ein bisschen. Nochmal ein bisschen in die Richtung. So. Und noch ein. Okay, das hätten wir. Wenn wir das hochkriegen, ist ja kein Problem. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes. Kriegen wir hier zwei von den... Ja, kriegen wir locker, oder? Zwei nebeneinander. Ja, schaffen wir. Gut, dann machen wir einmal den Ausflug um... Was brauchen wir denn noch? Oh, wir könnten die To-Do-Liste bearbeiten. Da können wir mal rausnehmen. Nur schwere modulare Rahmen und Motoren. Das zieht sich durch, das Thema. Dann holen wir doch glatt. Ist ja nicht weit weg. So. Einen Konstruktor sollten wir auch für den Draht hinkommen, glaube ich. Hoffe ich. Also ich wüsste gerade nicht, was dagegen spricht. Ist nicht genau nachgerechnet, wie das mit dem Turbodraht aussieht, aber ey, ich meine, wir haben auch genug für mehr als einen. Motoren. Da hatten wir noch vier über. Machen wir einen ganzen Stack draus. Das läuft ja jetzt auch hier wunderbar. Und schwere modulare Rahmen. Ach, guck mal, die sind schon fast wieder voll. Das ist ja alles super easy. So. Da fällt mir gerade ein. To-Do-Liste bearbeiten. Ah, Waffenfabrik ist drin. Aber wir können hier Drohnenbatterie rausnehmen. Das haben wir nämlich abgehakt. Apropos abhaken. Wenn wir schon hier sind, ich habe da so eine Idee. Batteriefabrik? Ja, die ist klein, aber sie funktioniert. Und darum geht's. Voreinstellung fertig. Farbe auswählen. Bild auswählen. Hintergründe haken. Bam. Und ganz wird einfach rausgehen. Dort Farbe auswählen, Voreinstellung fertig. Bild auswählen, Hintergrund, den Kollegen auswählen, fertig. So. Das bleibt immer noch. Verdammt. Da ist der Text. Und er ist schwieriger zu bearbeiten, als ich gehofft habe. Gib mir einen Kunststoff. So, das machen wir. So, blub. Plattenstangen, Schwefel. Plattenstangen, brauche ich die eigentlich? Darüber können wir nochmal nachdenken. So. Oh, nee. Oh. Ja, wir fliegen hier rüber. So, hier oben auf diese Plattform müssen... Ah, finden wir ihn. Vielleicht haben wir noch Glück und packen eine Maschine mehr dahin. Oder eine Reihe. So. Nein. So, einmal. Okay.
ich die jetzt noch ein Stückchen rübersetze, also dann kriege ich da nämlich dazwischen ein Band, wobei ich kann das Band auch unten langlegen. Das kann ich unten langlegen, jo. Und da hinten kommt ein Konstruktor hin. Den machen wir aber, der kommt halt sein Zeug von da unten, deswegen kommt der dahin. So, jetzt ist natürlich die große Frage, mache ich hier erst die Gasmasken und dann da die Jodmasken oder mache ich hier erst die Jodmasken, Gasmasken und da dann die Jodmasken? Da ich den da habe und hier einfach reinführen kann, würde ich bevorzugen, hier zu sagen, ich mache Gasfilter und da mache ich Jodfilter. Das war vollkommener Quatsch. Andersrum ist genau sinnvoller, weil ich dafür den Turbodraht brauche und hier nicht. Manchmal so. Das heißt nämlich, du, Kollege, produzierst mir bitte wunderbar Turbodraht. 60 pro Minute. Wie viel brauchst du? 30 pro Minute. Ist das schön. Das heißt, Logistik. Förderband. Ja, ich könnte auch was Langsameres nehmen. So, das haben wir. Wir haben drei Sachen, die wir brauchen, ne? Das ist was anderes. Hier hätte ich gerne das rein und da ich das auch darüber legen würde, machen wir das denn am besten? Ich könnte das eine Band benutzen, weil das, ich brauche gar nicht mehr. Dahin. So. Du hier bekommst, was brauchst du denn alles? Du brauchst die Kohle, also du brauchst die zwei Sachen und das Gewebe von da. Du wirst einfach. Nee. Komplett von hier zugeballert. So. Der da unten. Es fehlt Turbodraht. Herrlich. Es fehlt Turbodraht. Okay, machen wir anders. Du kommst einmal her. Setzt mir einen. Kommst du her? Na? Da an die Kante. Da dran. Und dementsprechend kommst du von da aus hier hoch. Gehst dort dran. Dort dran. Und da dran. So, angeschlossen ist das schon mal. Die habe ich schon gesagt, du? Ja, habe ich. Nein. Da setzen wir uns den Kollegen hin. Ich nehme einmal raus. Da kommt ein Splitter hin. Der bekommt einmal Zeug rein, einmal geht Zeug darüber und einmal geht Zeug darüber. So. Und dann kommt hier und da nach da und da rein.
So. Autosave, natürlich. Warten wir einen Moment. So, haben wir. Du fängst an, schiebst das Zeug da rein. Dir fehlt zwar noch was, aber passt schon. So, du hier. Du brauchst 12 pro Minute. Was produziert der da unten? Der produziert 15. Wie viel brauchst du pro Minute? Das wäre das für so ein Kram hier gemacht. Damit könnten wir das... So, hier kommt auf jeden Fall auch wieder ein Splitter vor. Den hier habe ich gesucht. So, ein Splitter. So. Und... Wo ist das Tüchlein? Da. Dort geht. Nee. Mark 5. So hätten wir es gerne. Das machen wir nachher. Da kommt der Kram raus. Und jetzt gehen wir einmal hier runter. Sagen, wir hätten gerne dort den so hängen und den so hängen. Und dann kommt nämlich dieses Band direkt darüber. Genauso hätten wir gerne Moment. Zack. So. Das ist dann diese Höhe. Du kommst bitte dahin. Wenn ich zwei dahin gesetzt, ist doch Quatsch. Einer wird mir reichen. So, du kommst. Nee, nicht so rum. Du kommst dahin. Heißt, auf die Art und Weise kann ich von hier aus abzweigen. Und den Spaß da reinleiten. Was machen wir jetzt? Ja, die Höhe, die eyeballen wir jetzt mal. Wobei, das ist eigentlich relativ einfach. Ich muss hier drüber gehen. So. Dann kann nämlich der Spaß von da kommen. Schön. Das haben wir. So. Jetzt fehlt hier ein bisschen was. Einmal. Habe ich das? Ja, fast gut. So. Du kommst von da und bringst das da hoch. So, damit läuft schon mal die Gasmaskenproduktion. Richtig? Jo. Der läuft. Die müssen gleich nur noch irgendwo hingepackt werden. Der ist auch praktischerweise gerade ganz voll. Das ist ungünstig. Du bekommst das und das. Es fehlen dir nur noch... Wunderbar. Es fehlen dir nur noch die Aluminium-Casings. Das heißt, jetzt gehen wir hier hin. Setzen uns. Und hier haben wir den. 1, 2. So, da drüber. Von da aus. Da rein. Okay. Das sieht doch gut aus. Dann geht es nur noch hier den Weg weiterziehen. Hier haben wir irgendwo den. Da ist der Fuchs. Sehr schön. Den habe ich gesucht.
da drüber. Und wir ziehen ihn hier aus. Den darüber. Da wird es jetzt ein bisschen schwieriger mit dem Hochbringen. Das überlege ich mir aber noch. So. Da war's. Moment. So, weiter geht's. Wo waren wir? Ach, da. Da runter. So, jetzt einmal gucken. Können wir den... Nein, das funktioniert leider nicht. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir setzen den... Dann machen wir da hin. Das sieht auch genauso aus, wie ich das haben wollte. Perfekt. So. Da drauf. Und dann können wir dich nämlich... Wir feststellen, dass wir das falsch umgesetzt haben. Danke. Zweiter Versuch. So, da war gut. Dann da dran. Okay. Jetzt müssen wir dich bis da vorne kriegen. So, und das gefällt mir schon mal nicht. Ich brauche Strom. Ich muss ja sagen, das ist wirklich eins meiner Lieblingsfeatures, dieses Ding. Also da haben viele gute Sachen gemacht, aber das hier ist einfach mega. Dieser schöne Schweberucksack, das war eine richtig, richtig gute Idee. Das reicht nicht, ne? Nee, ist da vorne noch einer hin. Aber wo war das? Da muss der hin. Ist ja kein Problem. What the heck? Was hab ich denn da gemacht? Hier war ja mal vollkommener Quatsch. Also, anders. Da. Da. Haben wir sowieso keine andere Wahl, als den so zu machen. So. Nochmal. Da. Stimmt, der geht jetzt auch voll da durch. Das ist sogar richtig. Was so gewollt ist, ist eine andere Frage, aber es ist richtig. Bist du her? So. Jetzt kommt nur die große Frage, wie machen wir das hier? Aber ich glaube, ich habe darauf eine Antwort. Anstatt den da reingehen zu lassen. Setzen wir den da drauf. Von da. Da dran. Und von hier. Da dran. So, jetzt haben wir nämlich alles. Das haben wir. Ist das so richtig? Sieht so aus. Passt schon. Okay. Das heißt, wir können diesen hier nehmen und könnten den da an die Wand pinnen. Dahin. Irgendwann wird Spaghetti Town auch mal richtig schön aufgeräumt. Wann das sein wird, kann ich auch nicht sagen. So, jetzt kann ich das Ganze... Ist denn hier jetzt die richtige Höhe?
Die richtige Höhe ist genau da drunter. So, du kommst von da. Dahin. Gehst dann. Dorthin. Und kommst von dort in diese Richtung. So. Willkommen, die Kollegen. Das wird dann gleich stocken. Unten läuft es weiter, genau. Weil da hinten halt voll ist. Und dann laufen die auch wieder ins Lager und alles ist toll. Könnte fast meinen, ich habe mir da irgendwie Gedanken zu gemacht. Aber ihr kennt mich ja, habe ich nicht. Garantiert nicht. Das läuft gerade aus Versehen besser, als es sollte. So, der macht hier schön voll. Der ist schon schön voll. Der fängt an, die Dinger zu bauen. Ich bin begeistert. Jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch einen Weg überlegen, wie wir den Spaß... Also erstmal hier den Überschuss loswerden, damit die Drohne fliegt. Wobei die Drohne fliegt auch nur, wenn da Platz ist. Wie gut ist das denn? Entladen nicht möglich. Spiele manchmal liebe ich dich. Ja, du haust in der Zwischenzeit schön Batterien rein. Das heißt, ich habe da genug. Du machst das. Du machst da oben. Jetzt muss ich nur noch sagen, wo will ich den Spaß denn hinhaben? So, eigentlich möchte ich den gerne da drüben hinhaben. Und zwar auf dieses Band da. Wie kriege ich das hin? Ich müsste jetzt eigentlich hier ein Rückband machen. Weil von den Zahlen her, ich würde sagen, ein Band reicht. Ja, das machen wir. Passt auf. Wir setzen uns hier einen hin. Nee, einen setzen wir uns hin. Da kommt nämlich ein Fusionator hin. Ist das? Jo, das brauchen wir. So. In die Richtung sollst du rausgehen. Danke. Der hängt jetzt einfach in der Luft. Du gehst dorthin. Die Seite geht dann da. Die sind schon drauf. Oh, ist das gut. Du machst schön sauber dein Zeug. Du machst da unten. Das läuft hier zu. Das läuft wirklich zu gut. Da kommen regelmäßig welche rein. Wie viele brauchen wir? 3,75 pro Minute. Ach, guck mal. Was ist das? Ich habe das Zeug viel teurer befürchtet. Ist schon voll. Das heißt, das hängt hier irgendwo auf dem Band, das wir hier unten haben. Ja, da staut sich langsam. Das heißt, alles, was ich mir so überlegt habe, funktioniert auch tatsächlich. Könnte das passieren? So. Jetzt müssen wir wieder in die andere Richtung zurück. Bis da vorne hin. Ich möchte jetzt eigentlich ungern den gleiche Band nehmen. Von der Position her würde dieses auch gehen. Dann machen wir das doch. Wir packen uns... da einen hin. Und diesmal machen wir den Spasten nicht. So. Das ist das. Genau. Bitte sag mir, dass das so passt. Okay.
Schale ist. Oh ja. Das heißt, wir haben auf diesem Band beide Varianten gemischt. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Weil das wollen wir sogar. Und jetzt gehen wir da vorne hin. Mal sagen, hallo Band. Hey. Dann gehen wir hier hin und sagen wieder Mast. Ups. Zack. Und rein da. Das ist so gut. Das ist so richtig gut. Das gefällt mir. Dort machen wir den hin. Dann kommt der hier hin. Da auch einfach die 3 drücken können. Wunderbar. So, jetzt muss das da hoch. Und zwar nein. Hm. Immer noch die 3 drücken können. Mann, wie kapiere ich das denn eigentlich? So. Das hätten wir. Das ist hier der schwierige Part. Ich muss das irgendwie da hinkriegen. Ich kann einfach die 3 drücken, immer noch. So, das ist da drin. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte dort einen Fusionator haben. Was ist denn da hin? Was ist denn da? Und dann kann ich von hier oben 3 drücken. Und kann direkt da reingehen. Das Band ist ein bisschen langsamer. Jetzt muss ich nur eins machen. Ich muss da vorne gucken. Der. Jetzt müsste den Spaß da rein. Ich muss auf jeden Fall jetzt in unsere Verteilebene rein. Oder hoffen, dass ich das von vornherein richtig gemacht habe. Nee. Können aber auch einfach gucken. Okay. Die habe ich richtig. Wo sind die anderen? Warum habe ich die nirgends? Offensichtlich spreader ich die gerade. Aha. Jodfilter. Die kommen hier rein. Es ist nur die Frage, kommen die auch bis hier oben hoch? Da ist nämlich der Kollege und der Regel hinzufügen. Jodfilter. Okay. Das heißt, der ballert die jetzt in die Richtung raus. Hoffentlich, jo, da lief auf jeden Fall schon mal einer. Das sah gut aus. Vielleicht ist das echt richtig gemacht. Das wäre ja. Ne, habe ich nicht. Ich hätte schwören können, da kam gerade einer. Oder mache ich die unten falsch? Packst das dort rein.
Energiefragment, Farbpatrone, medizinischer Inhalator, Gasfilter, Jodfilter. Was machst du hier beim Vorne raus? Alles Unbestimmte. Jodfilter. Okay. Da kommen die Dinge. Hier bin ich gefangen, das ist nicht gut. Darüber. Jetzt müssen wir einmal gucken. Die kamen hier rein, ne? Da ging es lang. Ah, nicht jetzt! Ach, Autosave. Komm, das wollen wir doch wenigstens in dieser Folge noch abschließen, oder? So, Jodfilter geht hoch. Dort rein. Doch, klappt. Ja, wunderbar. Hey, wir haben das geschafft. Wir haben Jodfilter, die jetzt nach und nach da reinkommen. 4. Ja, die sind langsam. Egal, darum geht's nicht. Warum sind die so langsam? So viel zum Thema. Egal. Ja, wir kommen schneller hier raus. Hier vorne. Es ist schön, dass ich mir dieses wunderbare Treppenhaus gebaut habe, aber so gebaut habe, dass es nervig ist und ich deswegen nie benutze. So. Und einmal gucken, ob da oben irgendetwas ist, weswegen das so langsam ist oder zu langsam ist. Ist aber auch eine schöne Einheit hier geworden. Wie ich finde. Der macht hier ordentlich Batterien, der lässt hier langsam rauslaufen, bis die Drohne wieder fährt. Hinten wird halt im Zweifel geschreddert. Mein Gott, ist halt so. So. Du machst, wie sieht's bei dir aus? Du machst auch. Sehe ich das gerade richtig? Ich brauche 3,8. Ich hau die gleiche Menge Jodfilter wie Gasfilter nach vorne raus, sofern hier nicht voll ist und das gestopft ist. Also, ne? Aber quasi für jeden Jodfilter, der hier rausgeht, geht einer rein, aber ich mache die doppelte Menge. Deswegen geht einer da raus und einer kommt hier raus. Das ist ja optimal. So. Tatsächlich faszinierend, dass das hier so lange dauert, bis hier was rauskommt. Da ging einer, da ging noch einer. Ja, ist genauso. Ey, Wahnsinn. So, dann kann das jetzt schön langsam durchlaufen. Ich mache nachher den Server an. Ich bin happy. So, wie machen wir einen Screenshot? Versuchen wir es doch heute einfach mal. So. Bam. Bam. So, das Bild sollte euch bekannt vorkommen. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.